Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Letzterado Fanfiction von Farrah Otix. Kapitel 3. Es klingelte bereits, als ich zum Klassenraum zurückkehrte. Den Brief hielt ich noch immer in meinen schwitzigen Händen, aber ich versteckte ihn hastig in meiner Hosentasche, bevor ich klopfte. Niemand durfte ihn entdecken. Es wäre sicher gefährlich, wenn er in fremde Hände geriet. Nur leider war er auch nicht sehr präzise. Warum sollte ich Manuel retten? Und wovor? Glaubte mein zukünftiges Ich etwa, ich könnte all das diesen paar Zeilen entnehmen und seinem Wunsch vor allem auch wirklich nachkommen? Hatte ich denn vergessen, dass ich ein kleiner Schisser war? Wie sollte ich denn bitte einen Mitmenschen retten? Das konnte ich nicht. Nicht so. Kaum hatte ich den Raum betreten, wanderte mein Blick zu meinem Sitznachbarn. Der war aber bereits dabei, seine Sachen einzupacken. Dafür umringten mich plötzlich Micha und Alina. »Hey, was war denn los? Geht's dir wieder besser?« wollten sie besorgt wissen, klopften mir auf die Schulter und bevor ich mich versah, war Manuel auch schon anders vorbeigelaufen. Jedoch nicht ohne mir noch einen letzten flüchtigen Blick zuzuwerfen. Ich biss mir auf die Unterlippe. War das gerade der Moment gewesen? Der, in dem er mich eigentlich fragen sollte, ob wir Freunde sein wollten? In der Zukunft, nein, Quatsch, in der Vergangenheit, hatte mein älteres Ich schließlich nicht den Brief gehabt, war nicht aufs Klo gerannt und wurde jetzt am Stundenende nicht in Beschlag genommen. War das jetzt schon ein Fehler gewesen? Ich wusste es einfach nicht. Woran sollte ich es auch wissen? Maurice, hey, warum bist du so abwesend? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Alina holte mich zurück in die Realität und ich schüttelte hastig den Kopf. Nein, alles gut, ich hab nur überlegt. Michas Kopf ruckte plötzlich zur Tür und seine Augen verengten sich. Hat dieser Emo-Spinner was damit zu tun? Hat er dir etwa irgendwelche kranke Scheiße erzählt, dass sie schlecht geworden ist? Oh, warte, der kann was erleben. Oh, Scheiße. Blitzschnell stellte ich mich ihm in den Weg. Hat er nicht! Beruhig dich, Micha. Ich hatte wahrscheinlich nur etwas Falsches gegessen. Das muss es gewesen sein. Zugegeben, das war nicht sehr überzeugend gewesen. Aber es half vorerst. Meine Freunde schauten mich zwar immer noch zweifelnd an, aber wenigstens zügelte sich Micha ein wenig in seiner Aggressivität. Er konnte manchmal so ein Hisskopf sein. Los kommt, Jungs. Erik und Olli werden sich sonst noch fragen, wo wir bleiben. Aber selbst draußen grübelte ich noch immer weiter, was ich jetzt tun sollte. Manuel suchen gehen und ihm meinerseits die Freundschaft anbieten? Oder würde das irgendwas in der Zukunft so durcheinander bringen, dass auch mehr kaputt ging als jetzt, nur mit meiner verpassten Chance? Meine Kumpels sprachen mich zum Glück nicht auf mein noch konstanteres Schweigen als üblich an. Ich wusste auch nicht, ob ich sie in den Grund einweihen konnte oder wollte. Wie sie reagieren würden? Ich schätzte, Alina würde mich auslachen. Erik würde sich ziemlich sicher an die Stirn fassen und bei Olli und Micha war ich mir unsicher. Aber glauben würden sie das Ganze wahrscheinlich nicht. Sie hatten den Brief ja auch nicht heute früh auf ihrem Frühstückstisch liegen gehabt, aufgeschrieben und versiegelt, noch lange bevor eine der Vorhersagen eintreten konnte. Vielleicht würden sie sogar denken, ich wollte sie damit veralbern. Maurice, richtig? Ich zuckte zusammen, als ich so aus meinen Gedanken gerissen wurde und wirbelte herum. Hinter mir stand Manuel, die Hände schüchtern in seinen Hosentaschen vergraben, aber seine Augen hoffnungsvoll auf mich gerichtet. Sie waren tiefgrün, fiel mir erstaunlicherweise auf, und von Namen wirkte er deutlich sympathischer, als er vorhin vor der Klasse ausgesehen hatte. Mein Herz machte einen unerwarteten Hüpfer. Ich hatte noch meine Chance. Er würde mich jetzt fragen und weiß der Teufel, was das in der Zukunft veränderte. Es würde hoffentlich das Richtige sein. Ja, was ist denn? Ich wollte dich fragen, ob wir... Vielleicht Freunde... Verpiss dich, Mann! Ich erschrak mich noch heftiger, als Micha sich plötzlich einmischte, zwischen uns trat und Manuel an den Schultern beiseite schubste. Der Junge landete in einer Schlammpfütze, da er sich nicht rechtzeitig abfangen konnte und starrte meinen Kumpel entsetzt an. Wir brauchen so einen von deiner Sorte nicht bei uns, Mann. Such dir andere Freunde. Maurice gehört schon zu uns. Manuel nickte hastig und unterwürfig, ehe er sich aufrappelte und davonrannte. Viel zu spät begriff ich, dass jetzt meine Chance gewesen wäre, ihm nachzulaufen und zu sagen, dass wir trotzdem gerne Freunde sein konnten.
und als ich es dennoch versuchen wollte, wurde ich von Micha aufgehalten. Lass gut sein, Maurice. Der kriegt sich schon wieder ein. Nein, Micha! Schrie ich ihn sehr viel lauter an, als ich es jemals von mir selbst erwartet hätte. Verstehst du nicht? Du hast gerade alles verdorben. Nur heute. Das hätte alles verändern können. Danach musste ich mich erst einmal setzen und vergrub dabei mein Gesicht in meinen Händen. Ich wusste nicht mal, wo mir der Kopf stand. So viele wirre Dinge kreisten dort gerade umher, die ich nicht mehr ordnen konnte. Ich hatte es nicht geschafft, den Wunsch meines älteren Ichs zu erfüllen. Vielleicht hatte das bereits ausgereicht, damit sich niemals etwas verändern würde. Wenn seine Voraussagen stimmten, dann hieß das, dass auch ich schon bald bitterlich bereuen würde, diese Chance sich ergriffen zu haben. Kapitel 4. Meine Freunde hatten es nicht geschafft, mich wieder zu beruhigen. Die ganze Pause lang hatte ich noch völlig neben mir gestanden und nicht erklären können, was mich so aus der Bahn geworfen hatte. Micha wirkte, als hätte er ein schlechtes Gewissen, doch als wir zur letzten Stunde zurück zu den Klassenräumen gingen, schien ihn der innere Bock zu sehr zu stoßen. Maurice, mir kannst du doch sagen, was mit dir los ist. Es hat etwas mit diesem Manuel zu tun. Warum bist du eben so ausgerastet? Warum musstest du so ausrasten? Fragte ich erschöpft zurück. Er hat dir nichts getan und du hast ihn beleidigt, ihn verletzt und mich bevormundet. Micha schwieg. Ich konnte dafür seine Gedanken nahezu rattern hören. Schließlich seufzte er ergeben. Na gut, du hast recht. Ich hab's wohl übertrieben, nur ich kann's schlecht beschreiben. Der Typ ist mir nicht geheuer. Du musst das Gefühl doch auch kennen, wenn dir jemand grundlos auf die Nerven geht. Oder du ihn einfach nicht sympathisch findest. Ich mein's nicht böse, aber das Gefühl hatte ich irgendwie bei Manuel. Zuerst widerwillig ließ ich mir seine Worte durch den Kopf gehen. Da musste ich aber einsehen, dass er ja auch recht hatte. Wie hätte ich ohne den Brief gehandelt? Ganz normal wahrscheinlich. Ich hätte im Unterricht bereits kein Wort mehr mit dem Neuen gewechselt und in der Pause? Schwer zu beurteilen. Vielleicht hätte ich mich kurz vor Michas Tat erschrocken, aber dann eingesehen, dass er blasse, seltsame Junge nicht wirklich zu uns gehörte. Sämtliche Sympathie zu ihm basierte momentan einzig und allein auf den Worten meines zukünftigen Ichs und der Hoffnung, dass ich durch seinen Tipp später nicht zu bereuen hatte. Dabei kannte ich Manuel nicht einmal im geringsten. Und, naja, vielleicht täuschte sich der Brief auch. Vielleicht hatte er, ich noch andere Fehler begangen, die mich völlig unabhängig hiervon später unglücklich machten. Aber wenn ich nichts von ihnen wusste, konnte ich ja wahrscheinlich nichts an ihnen verändern. Aber es war alles so verwirrend. Was war denn jetzt die richtige und was die falsche Entscheidung? So viele Fragen und mein Kopf brummte, sodass ich beinahe einen Migräneanfall bekam. Am besten, ich sagte Manuel, dass ich über sein Angebot nachdenken müsse und würde heute nochmal eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht sah die Welt ja morgen schon ganz anders aus und ich würde dann wissen, was genau ich zu tun hatte. Doch als wir beim Klassenzimmer ankamen, saß dort noch niemand auf meinem Nachbarplatz. Der brünette Junge war spurlos verschwunden und tauchte in dieser Stunde nicht wieder auf. Auch in der danach nicht. Er war einfach weg und blieb es auch den ganzen Schultag noch. Kapitel 5. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. Ich hatte kaum schlafen können, weil ich mir so sehr mein Hirn über die ganzen Geschehnisse zermartert hatte. Eine wirkliche Lösung hatte ich immer noch nicht. Aber das Einzige, was ich tun konnte, war, mich in Michas Namen bei Manuel zu entschuldigen, wenn er es nicht selbst tat und der Neue heute wieder da war. Ob wir deswegen zwingend Freunde wurden oder werden mussten, wusste ich nicht. So hätte ich normalerweise nicht gehandelt. Und das brachte mich zum nächsten springenden Punkt. Nahmen wir an, mein zukünftiges Ich hatte mir den Brief zukommen lassen und ich in der Vergangenheit änderte das, was in ihm verlangt war. Dann würde eine neue Zukunft entstehen. Eine, in der kein Brief geschrieben werden musste. Das hieß aber auch, dass ich in der Vergangenheit den Brief nicht bekommen konnte und wieder normal weiterlebte. In der Zukunft bereute und einen Brief an mein vergangenes Ich schrieb, damit er es besser machte. Das ging alles nicht auf. Das war genauso ein Paradoxon wie die Katze, die Herr Hoke uns vorgestellt hatte. Und deshalb konnte ich entweder die Vergangenheit nicht ändern, oder sobald ich sie veränderte, würde irgendetwas passieren. Etwas Gravierendes. Und ich wusste nicht was.
ob ich aufhören würde zu existieren oder entstand tatsächlich einfach nur eine Endlosschleife aus den zwei möglichen Zukünften. Meine Kopfschmerzen von gestern waren durch dieses Chaos noch schlimmer geworden und am Frühstückstisch stocherte ich bloß klagend und völlig lustlos in meinem Müsli herum. Mein Dad schaute immer wieder besorgt zu mir hinüber und meine Mom bot mir schließlich eine ihrer Aspirintabletten an, die ich ohne jede Widerworte annahm und mit einem Glas Wasser runterspülte. Ah, da kommt gerade die Post. Ich geh schon, meinte sie plötzlich später aus dem Küchenfenster und lief hastig zum Briefkasten, kaum dass der gelbe Lieferwagen weitergefahren war. Erst nahm ich das Ganze nur eher nebensächlich wahr. Doch als sie die Zeitung an meinen Vater weitergab, Werbeprospekte auf ihre Seite legte und schließlich mich antippte, war ich sofort hellhörig. »Du hast schon wieder Post bekommen, mein Guter. Sag bloß, dass es Liebesbriefe sind.« »Mom«, rief ich entsetzt, presste den Umschlag an mich und schaute ertappt zwischen ihr und meinem Vater hin und her, die wiederum einander verschwörerische, bedeutsame Blicke zuwarfen. »Das sind keine Liebesbriefe. Wirklich nicht.« »Du brauchst dich doch deswegen nicht rechtfertigen, Maurice. Wir waren alle mal jung und verliebt.« Zwinkerte Dad mir zu und ich stand mit knallrotem Gesicht auf und stürmte in mein Zimmer. Meine Eltern waren manchmal so peinlich. Dafür waren meine Kopfschmerzen aber wieder wie weggeblasen und eifrig untersuchte ich den Umschlag. Sah ganz genauso aus wie der von gestern. Mein Name, Anschrift, aber kein Absender. Jedenfalls nicht explizit. Was hatte er mir heute geschickt? War er enttäuscht von mir, weil für ihn alles immer noch beim Alten war? Oder hatte sich vielleicht doch etwas verändert? Gleich würde ich es wissen und trotzdem fürchtete ich mich ein wenig vor der Antwort. Lieber Maurice, hoffentlich konntest du mir glauben und bereits etwas verändern. Ich gebe zu, hätte ich damals an deiner Stelle schon einen Brief aus der Zukunft bekommen, wüsste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Aber für den Fall, dass du nicht erfolgreich warst, hab keine Angst. Du wirst noch einige Chancen bekommen, mit denen du Manuel sicherlich retten kannst. Merke dir nur, ich war zu schüchtern, um sie zu ergreifen. Vielleicht bist du mit diesen Informationen mutiger als ich. Lerne, in schwierigen Situationen auch über deinen Schatten zu springen, selbst wenn es nicht alle anderen Personen für klug halten. Mit meinen Briefen weißt du zwar viel darüber, was passieren wird und nochmal über das, was vielleicht passieren könnte, aber ändern musst du es selbst. Viel Glück dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Etwas beruhigter als davor ließ ich den Zettel sinken. Puh, wenn ich tatsächlich noch Chancen übrig hatte, da waren viele meiner Sorgen ja gar nicht weiter schlimm. Eher zufällig wendete ich den Zettel und bemerkte überrascht, dass dort auf der Rückseite noch 3 Stichpunkte standen. Manuel wird heute nicht in der Schule sein. Die Lehrerin meint, dass er krank ist. In Geschichte werdet ihr einen unangekündigten Test schreiben. Lerne in der Pause besser nochmal den Stoff aus den vergangenen Stunden, damit du sicherer bist. In der Stadt wird es einen Unfall geben. Nimm lieber den Bus, damit du trotzdem rechtzeitig zur Schule kommst. Alarmiert flog mein Blick zu meiner Uhr. Verdammt, ich war bereits jetzt spät dran. Der Bus fuhr in einer Viertelstunde und die Haltestelle war 3 Straßen entfernt. Ohne weiter nachzudenken oder die Punkte zu hinterfragen, zog ich mich hastig an und flitzte los, an meinem vor dem Haus angeschlossenen Fahrrad vorbei Richtung Hauptverkehrsstraße, um schlitternd und keuchend noch exakt pünktlich in den haltenden Bus zu schlüpfen. Ha, okay. Eigentlich mochte ich die vollen Sitzreihen und die abgestandene Atemluft hier drin ja gar nicht, aber ich vertraute auf mein älteres Ich. Es würde hoffentlich schon alles seine Richtigkeit haben. Erschöpft plumpste ich auf einen freien Platz und wartete, bis wir an der Schule hielten. Als ich den Klassenraum betrat, fehlte aber nicht nur, wie vorhergesagt, Manuel, sondern auch Micha. Hä? War etwas mit ihm? Er würde doch keine Grippe bekommen haben. Die wäre erst kürzlich herumgegangen und ich konnte es unserer Lehrerin nicht verübeln, dass sie zum Stundenbeginn schulterzuckend von 2 weiteren Krankheitsfällen ausging. Mit leichtem Unwohlsein schaute ich zum leeren Stuhl links neben mir, zog vorsichtig den Brief aus meiner Hosentasche und überflog die Rückseite. Manuel wird heute nicht in der Schule sein. Die Lehrerin meint, dass er krank ist. Eine komische Formulierung. Warum stand dort nicht einfach, Manuel ist heute krank und kommt nicht zur Schule? Ich überlegte. Die Lehrerin meint. Wenn sie meint, weiß sie es auch nicht sicher. Oder sie glaubt es zu wissen, obwohl es in Wirklichkeit einen anderen Grund gibt, den aber nur mein Zukunfts-Ich sicher kennt. Was könnte das sein?
Vielleicht... Meine Gedanken wurden je durch ein lautes Klopfen unterbrochen. 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn. Auch die Frau vorne wurde scheinbar unerwartet aus ihrem Konzept gebracht. Verwundert öffnete sie und wurde fast von einem völlig erschöpften und nach Luft ringenden Michael umgerannt. Tut mir leid. In der Stadt gab's einen Unfall und ich konnte nicht früher herkommen. Keuchte er als Entschuldigung und dann entdeckte er mich zwischen den Köpfen der anderen hindurch, wie ich erschrocken den Brief zusammenfaltete. Die zweite Aussage traf auch genauestens zu. Ich erntete einen grimmigen Blick von meinem Kumpel, bevor er sich zu seinem Platz schleppte und auspackte. War er böse auf mich? Hoffentlich nicht, doch in der nächsten Pause kam er sofort zu mir gestampft. Wo warst du heute früh? Erik und ich haben Ewigkeiten auf dich gewartet! Schnaubte er ungeduldig und ich schluckte. Scheiße, er hatte recht. Normalerweise fuhr ich mit ihm zur Schule. Nur gestern war ich bereits zu spät dran gewesen und heute hatte ich tatsächlich komplett vergessen, ihm Bescheid zu geben, dass ich mit dem Bus fuhr. Mir wurde heiß vor Scham. Ich bin heute nicht mit dem Rad gefahren. Tut mir leid. Wieso das denn? Du fährst doch sonst auch immer mit dem Rad. Weil... Ich überlegte angestrengt. Weil sie heute früh in den Nachrichten gemeint hatten, dass in der Stadt Stau ist. Michas Gesicht wurde noch eine Spur düsterer. Und dann konntest du uns das nicht einmal sagen. Hätten wir nicht den Weg zurückfahren müssen, wären wir bestimmt auch rechtzeitig angekommen. Schönen Dank auch. Ich sank völlig entmutigt in mich zusammen. Er hatte ja recht. Ich hätte etwas sagen sollen, nur hatte ich es wirklich in der Hektik verdrängt und was, wenn sie den angeblichen Nachrichtenbeitrag auch gehört hätten und dort nicht von dem Unfall die Rede war. Was hätte ich dann gesagt, woher ich das wusste? Es war durch mein Wissen alles so kompliziert geworden und ich musste so höllisch aufpassen, wie ich die Voraussagen richtig einsetzte. Bevor Micha noch immer vor Wut rauchend gehen konnte, hielt ich ihn am Ärmel fest. Er drehte sich fragend um. Micha, es tut mir leid, aber vor Geschichte heute solltest du dir unbedingt nochmal den Heft angucken. Ich habe das Gefühl, dass wir da heute noch eine Arbeit schreiben werden. Das widersprach zwar meinem gerade gefassten Entschluss darüber, vorsichtig zu sein, aber ein unbegründetes Gefühl sollte nicht zu verdächtig sein und mich ja nach dem heutigen Tag hoffentlich wieder normal mit mir werden lassen. Er reagierte verwirrt und musterte mich, doch schließlich nickte er. Okay, ich werd's mir anschauen, aber wegen vorhin. Bitte denk beim nächsten Mal daran, uns das rechtzeitig zu sagen, ja? Rasch zerstruppelte er mir mal wieder die Frisur, ehe die nächste Stunde begann, und wir uns wieder auseinandersetzen mussten.